بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ein Vorwurf, den wir immer wieder hören, der immer wieder propagiert wird, um gegen den Islam zu hetzen, ist, dass der Islam eine Religion der Zwangsheirat sei. Und insbesondere gibt es dort verschiedene sogenannte muslimische Feministinnen, die mit dem Islam so viel zu tun haben, wie der Eskimo mit dem Kamelreiten in Saudi-Arabien, die immer wieder versuchen, diesen Gedanken oder diese falsche Handlung auf den Islam zu projizieren bzw. zu behaupten, das sei etwas vom Islam. Ja. Das heißt, es gibt verschiedene Feministinnen, die kommen mit ihrem eigenen Leben nicht klar, teilweise nymphomanisch veranlagt, nicht alle natürlich, und die einfach zu schwach waren, den Islam zu praktizieren, die dann irgendwo den Fehler beim Islam suchen und dann sagen, ich bin früher zwangsverheiratet worden. Ne? So. Die Frage ist erstmal, hat der Islam etwas dazu mit zu tun? Und das ist ganz klar, dass der Islam gegen Zwangsheirat ist. Aber leider gerade in Europa sieht man oft, dass es zu Zwangsheirat kommt, weil dann viele Familien ihre ganze Familie gerne nach Deutschland bringen wollen. Und dann wird die Tochter schnell mit dem Cousin oder mit irgendeinem Verwandten oder Bekannten aus dem eigenen Land verheiratet, damit er dann über diesen Weg auch hier hinkommen kann. Oder halt eine Frau, die Cousine halt, mit einem Mann, der schon hier wohnt. Ja. Jedenfalls sagte der Prophet a.s. إِذَا أَرَادَ حَدُكُمْ يُزَوِّجُ إِبْنَتَهُ فَلْيَسْتَمِرْهَا. Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, soll er sie um ihren Befehl fragen. Und der Prophet Frieden und Segen hat auch eine Heirat annulliert von einer Frau, die zur Ehe gezwungen wurde. Das heißt, das zeigt uns ganz klar und deutlich, dass der Islam, dass die Zwangsheirat unislamisch ist. Gibt es Zwangsheirat unter Muslimen? Ja. Aber nicht jeder Muslim praktiziert den Islam. Leider ist das für viele Leute anscheinend schwer nachvollziehbar. Oder die wollen es anscheinend nicht nachvollziehen. Wenn jetzt beispielsweise ein Deutscher seinen Sohn umbringt, mit der Kettensäge in den Kopf abhackt, da wird keiner auf die Idee kommen, das auf das Christentum oder auf die westliche Zivilisation zu schieben, weil die westliche Zivilisation nicht vorgibt oder nicht befiehlt, dass man seinem Sohn den Kopf abschneidet, sondern es verbietet. Aber man sieht Taten, die von Muslimen praktiziert werden, die den Islam nicht praktizieren, die dann so instrumentalisiert werden, dass es so aussieht, als wenn dies vom Islam befürwortet werde. Und ich sage hier ganz klar, ich habe es gerade gezeigt, der Islam ist gegen Zwangsheirat. Aber was sagt die Bibel zur Zwangsheirat? Ja, weil es heißt ja immer so schön, wer im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steinen werfen. Oder wie Jesus gesagt haben soll laut Bibel, ja, man soll nicht den Splitter bei dem Bruder im Auge suchen, wenn man im eigenen Auge einen Balken hat. Ja. Und praktisch die Bibel, die befiehlt Zwangsheirat sogar. Die Bibel befiehlt Zwangsheirat. Und zwar in verschiedenen Fällen. Und wir hätten gerne auch ein, vielleicht kann uns ein Christ ja auch etwas dazu sagen. In Deuteronomium 25 steht zum Beispiel, wenn zwei Brüder zusammen wohnen und der eine von ihnen stirbt und keinen Sohn hat, soll die Frau des Verstorbenen nicht die Frau eines fremden Mannes außerhalb der Familie werden. Ihren Schwager soll sich ihrer annehmen, sie heiraten und die Schwagerehe mit ihr vollziehen. Das heißt, hier wird erstmal die Frau gezwungen. Das heißt, sie war mit einem Bruder verheiratet. Ja. Jetzt stirbt dieser Mann. Jetzt muss sie den Bruder von diesem Mann heiraten. Sie soll keinen anderen Mann heiraten. So. Zwangsheirat gegenüber der Frau. Jetzt. Wenn der Mann sie dann nicht heiratet, dann geht es weiter. Ja, 25 Vers 8. Dann soll sie, die Schwägerin, vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten. Das heißt, dieser Bruder, ja, von dem verstorbenen Ehemann, der will sie jetzt nicht heiraten. Was passiert dann? Dann soll sie ihn anklagen und dann soll sie vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten, ihm den Schuh vom Fuß nehmen und ihm ins Gesicht spucken. Ja, das heißt, jetzt wird er gezwungen, ansonsten gibt es eine Art von Gewalt, ihm wird ins Gesicht gespuckt vor versammelter Mannschaft. Das heißt, erstmal Zwangsheirat gegenüber der Frau. Sie muss den Bruder des verstorbenen Ehemannes heiraten und dann Zwangsheirat gegenüber dem Mann. So, warum bringe ich das? Ja, es wird immer vorgeworfen, du willst das Christentum schlecht machen, hin und her, kreuz und quer. Und das ist die größte Heuchelei.
Weil der Islam wird rund um die Uhr attackiert. Es gibt Foren ohne Ende, wo versucht wird, den Islam zu diffamieren. Und wenn dann jemand die Bibel zitiert, fangen alle an zu heulen und sagen, hey, warum redest du so schlecht? Wir machen das doch auch nicht. Ihr macht das doch auch nicht. Hier kriegt von der Bundeskanzlerin, kriegt ein Karikaturist, der den Propheten a.s. beleidigt, einen Preis, sozusagen einen Ehrenorden. Ja? Andere, wie zum Beispiel Nejla Kelik, die kriegen verschiedene Preise dafür, dass sie den Islam beschimpfen und beleidigen. Ja? Das heißt, überall sehen wir, wie der Islam diffamiert wird. Und wenn dann jemand einfach die Bibel nimmt, ganz ohne zu werten und sagt, hier gibt es Zwangsheirat, es soll mir doch mal jemand sagen, hier gibt es keine Zwangsheirat. Ach ja, ich weiß schon, was jetzt die Antwort ist. Die Antwort ist, das ist ja im Alten Testament. Und dann sagen wir, laut katholischer Lehre und laut evangelischer Lehre ist auch das Alte Testament von Gott offenbart worden. Punkt 1. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist falsch, dann sagt er, Gott hat einen Fehler gemacht. Und da Jesus laut Christentum Gott ist, hätte Jesus einen Fehler gemacht. Punkt Nummer 2 ist, Jesus sagt laut Matthäus 5, Vers 16, 17, dass er nicht gekommen ist, um ein einziges Gesetz, das im Alten Testament steht, zu verändern. Deswegen, wir bringen diese Beispiele und jeder soll sich fragen, ist das von Gott, ist das nicht von Gott? Oder er soll sich zumindest fragen, ob es gerechtfertigt ist, den Islam zu kritisieren, den Islam für Zwangsheirat zu kritisieren, wobei es im Islam explizite Texte gibt, die Zwangsheirat verbieten, wohingegen er in der Bibel ganz klare Verse findet, die Zwangsheirat nicht nur erlauben, sondern befehlen. Das ist mein Punkt. Und wie gesagt, wir hätten gerne eine Antwort von Christen. Ich habe schon einige Fragen gestellt. Es kam bisher keine vernünftige Antwort, außer um den heißen Brei-Gelaber, wie zum Beispiel, hat Jesus befohlen, Frauen zu töten? Keine Antwort. Wie beispielsweise die Frage, ist Gott allmächtig? Ist Gott allwissend oder lügt Gott, wo alle Christen sagen, nein, er lügt nicht und er ist allwissend. Und dann bringe ich den Vers, Markus 13, Vers 32, wo Jesus gefragt wird, ob er weiß, wann der jüngste Tag ist, und er sagt, dass er es nicht weiß. Laut christlichem Glaube ist Jesus Gott und Sohn Gottes und für die Sünden der Menschen am Kreuze gestorben. Wenn er also Gott wäre, dann hätte er hier entweder gelogen oder weiß es nicht und dann wäre er nicht Gott, weil zwei kennzeichnende Merkmale von Gott sind erstens, dass er allwissend ist und zweitens, dass er nicht lügt und immer die Wahrheit sagt. Wie gesagt, das ist es. Ihr könnt mir gerne eine Antwort schreiben. Salam alaikum.